Hallo und willkommen zur neuen Aufnahme vom Akras 3 RTC Projekt hier mit lieben Janine. Hallo und hallo meine lieben Freunde. Und ich bewege mich gerade nicht, weil ich nachschauen will, ob ich aufnehme. Ja, ich nehme auf. Okay, ich bin nicht dabei, verstehe. Ja, und der liebe Solenz ist auch dabei. Hallo. Ja, das ist spät. Ne, ich habe das jetzt nur nicht erwähnt, weil ich habe jetzt gerade auf eine Taste gehauen und ich bin abgerutscht. Ich wusste nicht, ob ich drauf habe oder nicht. Ja. So, also, wie man sieht, wir... Das Erz wird relativ weniger, oder? Keine Ahnung, ob das jetzt weniger wird oder nicht. Es sieht so aus, als ob es weniger wird, ja. Also scheinbar wird es weniger. Auf Dauer wird es, glaube ich, weniger, hoffentlich. Okay. Ja, auf jeden Fall, wir wollen jetzt mal kurz uns drum kümmern, dass wir ein bisschen was wieder verarbeiten. Und zwar... ich würde sagen, wir gießen das einfach wieder in Drums aus, oder? Wie bitte? Wir gießen das einfach in Drums aus und lassen es dann einfach per ME-System gießen, oder? Ich glaube, das ist das Einfachste. Was willst du jetzt von mir? Glas. Ja. Glas gießen? Selber jetzt? Oder, also direkt drüben gießen oder erstmal in Drums lagern und dann per ME einfach gießen lassen die ganze Zeit? Per ME gießen lassen. Gut, dann brauchen wir jetzt wieder ein paar Drums. Ich weiß gar nicht, haben wir schon gezeigt, wie die gebaut werden? Ich finde, aber müssen wir das schon gezeigt haben. Ansonsten, wenn ein I jetzt lädt, da. Genau, wir brauchen dafür ein paar von denen. Ich baue mal 10 Stück. Können wir bestimmt irgendwann nochmal wofür brauchen. Oh, jetzt habe ich nur für 5 gemacht. Egal, wird hoffentlich auch reichen. Keine Lust, so viele zu bauen. So, dann gehen wir jetzt mal rüber. Na, egal, mache ich schnell. Wir brauchen ein Item-Duct. Und ein Servo. Wo haben wir nur 156 Servos her? Ich weiß es nicht. So, ah ja, übrigens, wir haben beschlossen, wir wollen wieder ein bisschen mehr zusammen machen, deswegen läuft schon nicht mehr gerade hinterher. Nein, ich bin einfach ein blödes Äffchen, das im Besitzer sucht. Willkommen her. Gefunden, so. Gefunden! Aua! Ich fasse es ja nicht. Fall. Erstmal hier ganz kurz die Bones rausnehmen. Du bist nicht drauf eingegangen, schäm dich. Ja. Ich gehe nicht auf so blöde Witze ein. Warum? Es war doch nur ein Fasswitz. Der war fast gut. Schenkelklopfen. So, auf jeden Fall, hier sind genau 10.000 Sandhalter drin in der Deep Storage Unit, die wir für die nächste Quest brauchen. Und das wollen wir jetzt einfach dann in die Dings eingießen. Übrigens, die Anlage war eigentlich relativ simpel. Ich weiß nicht, habe ich das gezeigt onscreen? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das ist einfach ein Fluidduct halt, was raussaugt. Und da kommt jetzt das Fluidglas auch gleich rein. Sobald irgendwann Fluidglas da ist. Es dauert halt ziemlich lange. Weil wenn ich es richtig weiß, ist es, je größer die Smeltery ist, desto mehr kann halt verarbeitet werden, aber desto länger dauert ein einzelner Prozess. Also heißt also, in Klartext, die sind gerade neutrale Drums, oder? Die sind leer. Neutral? Ja. Und die du da hattest, die du jetzt hattest, waren doch diese Buckets. Nee, die waren mit Seared Stone gefüllt. Ja, mit Seared Stone, meinte ich ja auch. Ja. Ja, deswegen sind sie schwarz. Das heißt, wenn du jetzt rein theoretisch mit Iron machst, ist es Iron-farbig. Rötlich, glaube ich, ja. Ich bin mir nicht sicher. Also nicht so wie Lava, eher so Iron. Genau. So, und jetzt, ich warte noch mal ganz kurz ab, bis das erste Glas durchgeschmolzen ist, was ja auch überhaupt nicht lange dauert. Aua! War ich nicht. Wer war's denn? Na, der Typ daneben an. Okay. Komm mal her, kannst mir helfen. Reißen wir so lange mal kurz hier den Anbau ab. Weil den brauchen wir nicht mehr. Dann kann er ja auch mal weg. Oder wollen wir den lassen? Alles raus, was keine Miete zahlt. Okay. So. Und dann leveln wir unter anderem unsere Spitzhacken. Aber Werkzeuge generell. Also, das muss nicht alles raus. Du hast nicht gesagt, was nicht raus darf. Ja, ich meinte eigentlich einfach nur hier den Cobble. Also den Clay kannst du ruhig gerne drin lassen. No. Da unten unsere einsame Anlage.
Wo denn? Das sieht so bescheuert aus. Ach so. Naja. Man ist nicht lange allein. Hä? Willst du da hin? Fahrstühle? Hä? Fahrstuhl. Ich mach dein Gebäude. Ja, ich sitze auf einem Stuhl. Ja, das weiß ich. Hoffe ich. Alter, mir ist gerade das Herz in die Hose gerutscht. Ja, hol es raus. Boah, meine Güte, mach das nie wieder mit mir. Ah, I love it. Oh! Überhaupt nicht schlimm oder so. Nein. Achtung, Jenny, da ist ein Loch. Wo? Ich sehe keins. Ich verkneife jetzt den Kommentar. So, dann sieht das auch schon mal wieder ein bisschen schöner hier aus. So, ach, ja, ist schon drinne. Oh, schön blau. Türkis. Oh, ist Türkis. Ja, also ich glaube, die Drums hier reichen nicht mal ansatzweise. Egal, kommen gleich noch ein paar mehr zu. So, jetzt wollen wir jetzt nämlich mal eben eine Anlage machen, die uns die Sacred Stone gießt. Gucken, wie sieht's mit den Festplatten aus? Ey, übrigens, du kannst dir die 10.000 Brot craften lassen, fällt mir gerade ein. Willst du es machen? Naja, ich habe mir schon einiges Brot craften lassen, aber hat jemand abgebrochen, weil er sonst was machen wollte. Aber ja, mach ich mal. Ich bin unschuldig. Total. Ich kann es nicht craften lassen. Warum nicht? Au, 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 au! Du wirst gemobbt. Und ich guck einfach nur zu. Wer hat nicht ausgeleuchtet? Du. Ja, du immer baust ich. Nicht ich. Wie heißt noch mit die Vorstufe von Toast? Nee, Toast kann ich nicht craften. Toast. Kann ich nicht craften lassen. Doch. Du musst nur an der Seite auf Craftable umstellen. Den dritten Button. Wir haben ein paar zu viele Exportbusse. So. 10.000 hast du gesagt. Ja, mach mal nur 5.000 oder so. Wahrscheinlich schmeißt er uns 10.000 rein. Oder halt mehr als 10.000. So, übrigens, wir mussten auch das Salzrezept rausnehmen, da er aus irgendwelchen Gründen die ganze Zeit Salz gecraftet hat. Wo kann er jetzt nachschauen, ob das jetzt drin ist? Hier oben. Naja, ob das jetzt stattgefunden hat oder ob es. Crafting Monitor! Der ist gerade dabei. Er kann nur aus irgendwelchen. Ah, jetzt macht das. Hatte er scheinbar noch ein bisschen Teig. Oder auch nicht. Ach nee, stimmt. Der brennt das Brot ja erstmal. Hihi. Da war ja was. Ja, also. Wie gesagt, statt 5.000, der macht deutlich mehr wahrscheinlich. Ja und? So, wir brauchen jetzt einmal eine 64K Fluid Cell. Warte mal, also, was brauchen wir hier dafür? Kurze Frage, wo hast du den Eimer hingetan? Welchen Eimer? Den Eimer, die Eimer mit Flüssigkeit-Ding da. Logischerweise habe ich sie weggeräumt. Also hast du eingelagert? Richtig. Oder wo hast du die hingeräumt? Naja, ich habe sie wieder aussaugen lassen. Okay, gut. Ja, also so wie es aussieht, werden die ganzen Sachen weniger auf Dauer. Müssen wir mal ganz genau beobachten. Hamburger haben wir noch. So, also als nächstes müssen wir 1000 Spaghettis machen. Das heißt, wir machen noch die Rezepte dafür irgendwann. Die 10.000 Brot wird ja gerade gemacht. Dann Apple Juice, beziehungsweise wir müssen diese... ganz einfache Sache. Du weißt doch, wie das mit den Rezepten geht, oder nicht mehr? Ja, eventuell. Dann weiß ich nicht. Mach es. Du weißt es nicht mehr, oder? Du musst ich, unten die Craft-Rezepte. Nein, ich versuche, ich schaue es mir an. Okay. Also, gehst du diesen Encoder. Dann gehst du auf das Rezept, was du willst. Ich brauche aber den Juicer dabei. Das heißt, den Juicer nehme ich von oben. Aber das können wir gar nicht machen, Tobi. Warum? Naja, weil Juicer, wenn ich jetzt den Juicer brauche... Den Juicer bitte nicht. Das machen wir manuell. Also da brauchst du kein Rezept einprogrammieren. Naja, wenn du 1000 die ausdrücken willst, bitte. Wir geben einfach 1000 Äpfel da rein.
Ja, das ist kein Thema. Okay, dann mache ich halt was anderes. Dann nehme ich halt, sag mal so, den hier. Questbuch. Dann machen wir das. Apropos Questbuch. Wir können mal langsam Dings abgeben. Was denn? Die Soulsend-Quest. Wo ist denn das? Das sind jetzt unter For the Hoarding. Das sind jetzt, glaube ich, mittlerweile 10 Folgen oder so. Oh, stimmt. Claim. Epic. Oh nein! Backpack. Was? Saplinge. Hä? 4 Saplinge. So. Scheiße! Ich hab ein Repair-Buch 1. Was ist? Erschrocken. So. So. Wieder jetzt zurück. Hä? Ja, und ich muss währenddessen die ganze Zeit mal ein paar Barrels einlagern. So. Und nebenbei schon mal die ersten. Toll, jetzt brauchen wir da auch Mushrooms. Ja, okay, dann mache ich zuerst Spaghettis. Weißt du was? Spaghetti. Mushrooms kannst du, glaube ich, einfach Soda nehmen, oder wie das heißt. Hm? Mushrooms kannst du, glaube ich, auch einfach Soda nehmen. Nicht Soda. Wie heißt das Zeug? Tofu. So, mal gucken. Boah, meine Eltern haben schon wieder angerufen. Kannst du das? Ja. Sind das die richtigen? Yep, das sind die richtigen. Gut. Das heißt, wir lassen jetzt die richtigen gießen. Dauert zwar einen Augenblick, aber. Salz? Egal. Silk Tofu. Hab ich kein Silk Tofu mehr? Wir müssen eine große Anlage für Presse aufbauen, weil wir brauchen Tofu ohne Ende. Ich würde vorschlagen 20 Presser. Ich werde auch gleich. So viel ich werde auch gleich Tofu gepressen. Naja, wir brauchen so viel Tofu. Ich bin auch am überlegen, ob wir nicht ein paar mehr Casting Basen aufstellen. Dass es ein bisschen schneller geht, aber es läuft ja offscreen weiter. Von daher und was anderes können wir mit dem Seared Stone nicht anfangen. Wovon wir wahrscheinlich viel zu viel haben. So. Fluidukt. Na komm, press mal schön. Silk Tofu. So. Ach nee, ich müsste ja noch mehr Drums haben. Eine Frage, Tobi. Das, ja. Ich brauche für die Pasta brauche ich Silk Tofu. Nicht. Nur das. Nee, für Käse brauche ich oder Käse oder Butter brauche ich Silk Tofu. Das Problem ist, dass ich Silk Tofu nur aus Sojabohnen bekomme und wenn ich ihn durch den Presser haue. Ja. Das kann es doch nicht craften. Doch, das habe ich dir auch schon mal gezeigt, wie. Und wie? Du machst das Rezept einfach und packst es in einem Interface über die Maschine. Hä? Weißt du das wirklich nicht mehr? Also ich habe jetzt soweit alles zusammen für das Rezept. Ich habe. Ja, mach einfach das Rezept. Das heißt, aus einem Tofu wird ein Sojamilch und aus einem Tofu wird ein Sojamilch, so. Oder was auch immer du da brauchst, dieses Tofu-Kram-Ding da. Also einfach das Rezept Soja Silk Tofu. Ja. Das machst du einfach. Das heißt, aus einem Soja ein Ding da. Für ein Tofu oder wie auch immer das Zeug. Naja, heißt. Ich kann das Rezept nicht ein, okay. Du musst beides im Inventar haben. Ach, ich kann schon wieder nicht Hover-Mode disable. Nee, ich kann das Rezept mir nicht anzeigen lassen. Und warum nicht? Ja, weil es nicht funktioniert. Guck halt du selber nach. Was bringt es dir, das Rezept anzeigen zu lassen? Ja, damit ich es unten in den Encoder reinpacke. Hast du mir nicht zugehört? Okay, das ist ein Interface-Rezept. Interface-Rezepte kannst du dir nie da einprogrammieren lassen. Okay, nochmal. So. Heißt? Du musst eine Sojabohne im Inventar haben. Ja? Und ein Tofu, was halt als erster Schritt da rauskommt. Silk Tofu und Saltmilch, ja, beides. Ja, das heißt Silk Tofu. Mhm. So, das heißt, du nimmst links eine Sojabohne oder meinetwegen 4 Sojabohnen oder was auch immer du willst. Ja. Am besten wäre 4, weil das ja ein bisschen länger dauert. Ja. Und rechts packst du jetzt einfach ein Tofu rein. Nein, rechts. Ganz rechts. Da, wo jetzt Sojabohnen, genau. Silk Tofu, kriegst du das da wirklich raus? Ja. Ist nicht 2 verschiedene Arten von Tofu? Ja, wenn du es nochmal drüber haust, hast du diese underframed. Ah, okay, gut. So, das encodest du jetzt. Hab ich.
Gut, und jetzt das gleiche machst du auch nochmal wieder mit Zirkentofu zu Firmtofu. Da du beides, glaube ich, brauchst. Oder? Gerade aktuell nicht, aber ich kann schon mal holen, da habe ich schon mal drin. 15 Minuten. Ja, gleich. Ich will noch eben die Pressen bauen. 10 Stück reichen hoffentlich. So. Was dann hast du jetzt gemacht? 10 Interfaces. Ich habe einfach nur gecraftet. Aber den Code, den Code hast du jetzt noch nicht verwendet, oder? Nein. Und übrigens, du... Nee, wir machen das anders. Nehmen nur ein Interface. Ach komm, mal, schlag mich doch. Und ich habe kein Schirm-Tofu mitgenommen. Ich habe einfach nochmal Silk-Tofu mitgenommen. Wenn du jetzt nach oben gehst, erschlag ich dich. Ich gehe nicht nach oben. Achso, du musst nach ganz oben, stimmt. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir machen jetzt einfach mal eben einen Cut hier zwischen und dann machen wir gleich weiter. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst eine Bewertung da, einen Kommentar und so weiter und so fort. Schaut bei Jenny vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio.